Heute machen wir uns mal so richtig schmutzig, denn wir testen das neue Light EMTB von Canyon, das Neuron On Fly. Ich freue mich mega drauf. Let's shred! Mit was haben wir es heute also zu tun? Das neue Canyon Neuron On Fly ist eine Ergänzung zu den Neuron und zu den Neuron On Modellen, die Canyon schon vorgestellt hat. Das Rad hat einen Light Assist E-Mountainbike Motor und zwar den recht neuen Bosch Performance Line Essex Motor. Der Unterschied jetzt zu dem CX Motor ist, dass er ein bisschen weniger Drehmoment hat, aber doch relativ viel Leistung hinten raus in der Spitze hat. Und das ist auch ein Unterschied zu anderen Light Assist Motoren. Wir testen heute also ein Rad, das eher für den Trail-Einsatz gedacht ist, mit 29 Zoll großen Reifen, 140 mm Federweg vorne und hinten, 55 Newtonmeter Drehmoment, 600 Watt Leistung in der Spitze und einen Vollcarbonrahmen. Dieses Rad, wie es hier vor mir steht, gibt es mit Shimano Diore XT 12-Fach-Schaltung für 5.559 Euro und ist damit das zweitgünstigste der Reihe. Preislich geht es dann hoch bis zu 8.000 Euro. Vom Kampfgewicht sind wir hier mit den Alufelgen von Sunringle bei ungefähr 20-22 Kilo unterwegs. Und wir haben jetzt hier in unserem Fall sogar noch den Range Extender mit dran von Bosch. Da kriegen wir dann auch nochmal extra 250 Wattstunden raus, zusätzlich zu den hier im Unterrohr fest verbauten 400 Wattstunden. Und wie das Ganze so fährt und ob es vom Fahrer abhängt, wie viel Spaß man damit auf dem Trail hat, das wollen wir heute mal gemeinsam rausfinden. Wir haben hier eine Kurve, die fahren wir jetzt mal gemeinsam runter. Die bin ich mit dem Gravelbike schon gefahren. Das ging problemlos. Und wenn es mit diesem 20-Kilo-Boliden auch genauso geht, dann würde ich sagen, könnten wir uns auch schwierigerem Terrain widmen. Let's go. Was auffällt, das Oberrohr fällt extrem flach ab und dadurch bekommen wir ziemlich viel Platz mit unseren Knien und dem Oberkörper, wie wir auf dem Rad arbeiten können. Außerdem haben wir einen sehr flachen Lenkwinkel von 64,5 Grad und hinten einen Sitzwinkel von 76,5 Grad, der uns dann wiederum beim Bergauffahren hilft, genügend Traktion aufs Hinterrad zu bringen. Aber zum Bergauffahren kommen wir später. Jetzt erstmal, wie fühlt sich das Rad denn auf dem Trail an oder auch in engen Kurven wie hier? Wir haben einen verhältnismäßig langen Reach. Das heißt, das Rad hat einen doch relativ langen Mittelteil und auch die Kettenstreben sind relativ lange. Und dadurch ist das Rad vor allem eigentlich bei moderaten bis mittleren Geschwindigkeiten super gut zu kontrollieren. Ich war überrascht, wie spurtreu so ein Trailbike fahren kann und hätte mir ab und an gedacht, dass es doch etwas wendiger sein sollte. Nichtsdestotrotz liegt es dann auch wahrscheinlich am Fahrer, wie wendig er dieses Rad dann auch bewegen kann, beziehungsweise ob er dann mal in der Kurve mit dem Bike burpen kann oder wie auch immer das heißt. Jetzt machen wir genau das, wofür dieses Rad gedacht ist, wo ich auch den Motor dankend annehme. Ich fahre hier den Feldweg hoch. Zum vierten Mal und oben wartet dann der Trail-Einstieg auf mich und ich glaube ohne Motor hätte ich das jetzt maximal einmal gemacht. Und es ist ja trotzdem anstrengend, so ist es nicht, aber geht schneller. Von der Radlast, also von der Verteilung vom Gewicht des Fahrers, ist der Fahrer sehr zentriert auf dem Rad unterwegs, also nicht zu weit vorne, nicht zu weit hinten. Und er kann sich dann dementsprechend auch gut auf diesem relativ langen Rad nach vorne und hinten bewegen, je nachdem, wie er sich fühlt und was das Terrain auch von dem Fahrer abverlangt.
Und weil eben hier das Sitzrohr relativ kurz ausfällt, muss auch die Dropperpost relativ lange wieder ausfallen, damit man beim Fahren in der Ebene nicht zu tief sitzt. Und hier bietet Canyon mit dieser ultralangen Dropperpost mit 200 mm in Rahmengröße M, die ich jetzt fahre, mit einer Innenbeinlänge von 83 cm, bevor jemand fragt, eine wirklich lange und vor allem gut funktionierende Dropperpost an. Geil, danke. Oh shit, geil. Was anderes als beim Graveln. Kommt aus dem Putzen nicht mehr raus. Und da ich mich eigentlich ja hauptsächlich mit Gravelbikes hier auf dem Kanal beschäftige, sind mir die letzten Tagen und auch Wochen mit dem Rad ziemlich viele Unterschiede zu den Schotterbikes aufgefallen. Angefangen bei der Namensgebung von den Reifen. Wie kreativ ist Schwalbe beim Mountainbike-Sektor? Hansdamm vorne, Nobby Nick hinten, ist doch viel lustiger als G1R. Allerdings habe ich einige Tage und Sessions gebraucht, bis ich den richtigen Reifendruck rausgefunden habe. Das spielt beim Mountainbiken eine riesengroße Rolle, genauso wie den richtigen Druck in der Gabel und im Dämpfer zu finden, bis dann auch wirklich das Ansprechverhalten von der Gabel auf die eigenen Fahrkünste passt. Da habe ich mich auf jeden Fall sehr lange gespielt und jetzt glaube ich, bin ich einigermaßen dran. Was mir super gut gefallen hat, auch im Vergleich wieder zu Gravelbikes, wie man hier schaltet. Und zwar alles im Cockpit super aufgeräumt, aber beim Schalten in einen schwereren Gang kannst du den Schalthebel sowohl mit dem Zeigefinger als auch mit dem Daumen betätigen. Und das ist beim Fahren im Trail, wenn es wirklich mal um Millisekunden beim Schalten geht, schon ziemlich hilfreich. Fand ich cool, gibt's so beim Gravelbike nicht. Auch die Lenkerbreite sorgt dafür, dass man in einer ganz anderen Position drauf hockt als jetzt auf einem sportlichen Rennrad oder auf einem sportlichen Gravelbike. Und das trainiert wiederum eine ganz andere Muskelgruppe und hat mir dann auch wiederum geholfen, so ein bisschen meine Körperposition aus dem Knick zu holen. Aber dazu komme ich später. Ein paar Details, die auch so an keinen Gravelbikes zu finden sind oder an wenigen Gravelbikes zu finden sind. Hier die Bumper zum Beispiel, die haben dafür gesorgt, dass wenn das Rad mal wirklich komplett außer Kontrolle gerät und der Fahrer mit und es zum Sturz kommt, dass das Fahrrad dann möglichst wenig Schaden nimmt und auch der Carbonrahmen nicht durch die Gabel beschädigt wird. Das habe ich tatsächlich ausprobiert. Ich hatte einige und vor allem einen richtig fiesen Sturz mit dem Rad. Und das Rad stand danach da wie eine 1 und ich habe 4 Tage im Krankenhaus. Aber das nur am Rande. Was noch ziemlich gut funktioniert und was ich auch so an kaum einem Gravelbike gesehen habe, ist der Kettenschutz. Und das ist, magst du vielleicht denken, ein ziemlich kleines Detail, aber im Großen und Ganzen macht es einen großen Unterschied, wie das Rad beim Fahren speziell jetzt über Wurzeltrails klingt. Da drunter sind noch mal so ein paar Kammern, die einfach dafür sorgen, dass da viel Gummi in dem Rahmen drin ist und selbst wenn die Kette jetzt an dieses Gummi drankommt, ist da kaum Resonanz von dem Carbonkörper und dadurch klingt das Ganze sehr gedämpft. Also man hört kein Kettenschlagen und man hört auch kein Schlagen von irgendwelchen Leitungen, denn die Leitungen zum Teil eben für die Schaltung oder auch für die hintere Bremse sind durchs Unterrohr geführt worden und sogar einlaminiert worden. Und dadurch hört man überhaupt nichts, wenn es mal ruckelt, außer das Surren vom Motor. Und wie funktioniert jetzt der SX in Action? Der Motor hat 4 Unterstützungsstufen, wobei im Test für mich vor allem der 3. interessant war. Das ist der EMTB-Modus. Den EMTB-Modus hat man dann vor allem dann im Einsatz, wenn man solche Passagen wie hier hochklettern will, wo man mal ganz kurz Druck vom Pedal nehmen muss, weil man beispielsweise die Pedale waagrecht hat oder einfach mit viel Schwung eine kleine Rampe hoch möchte, allerdings jetzt nicht mit 300 km/h hier oben rausschießen will. Über die Trittfrequenz steuert man dann, wie viel Power der Motor dann maximal ausgibt. Interessanterweise im Vergleich jetzt zu einem Bosch CX-Motor wird über eine Trittfrequenz Spanne von bis zu 100 Umdrehungen pro Minute unterstützt. Das heißt, je schneller man tritt, desto mehr Unterstützung kann man auch vom Motor in dieser Unterstützungsstufe abrufen. Was kann man jetzt zusammenfassend sagen? Ich habe diesen Test
nicht nur ein bisschen, sondern vor allem eigentlich für mich gemacht. Und ich bin seit 4 Jahren auf keinem Fully mehr gesessen. Und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder wohlgefühlt habe, mit einem vollgefederten Rad zu fahren. Nicht nur, weil es schwerer ist, sondern auch, weil die ganze Körperposition einfach komplett anders ist wie auf einem Gravelbike. Und während ich auf einem Gravelbike immer das Gefühl habe, der limitierende Faktor, zumindest beim Bergabfahren bei Trails, ist meistens das Rad, habe ich hier das Gefühl, dass hier noch so viel Luft nach oben ist, dass ich mich so weit noch weiterentwickeln kann, auch mit diesem Rad, dass es wirklich ein Spaß ist und auch eine mega Motivation, immer wieder auf dieses Rad zu steigen. Das hat mir auf jeden Fall saugut gefallen. Ein paar Sachen haben mir nicht so gut gefallen, zum Beispiel, dass das Rad mit seinen 20 Kilo jetzt nicht unbedingt das leichteste E-Bike ist. Da gibt es schon auch ein paar leichtere. Ich weiß allerdings nicht, ob die dann auch so stabil auf dem Trail fahren. Da fehlt mir ehrlich gesagt einfach noch die Erfahrung. Vielleicht ändern wir das ja in Zukunft. Jedenfalls diese 20 Kilo musst du zum Laden dann halt auch in deine Wohnung oder in deine Garage dann direkt an die Steckdose tragen und dann dort direkt laden. Das finde ich jetzt so semi-optimal. Andererseits fand ich zum Beispiel die Ausstattung, wie sie hier jetzt in der zweitgünstigsten Variante angeboten wird, super gut. Für mich persönlich vollkommen ausreichend. Also ich habe jetzt hier nichts vermisst. Das Einzige, was mich manchmal ein bisschen stutzig werden hat lassen, war, dass ich vorne bei der Federgabel bei kleinen Drops schon durchgeschlagen bin. Sonst, die Positionierung auf dem Rad hat mir mega viel Spaß gemacht und auch Sicherheit vermittelt, obwohl ich eigentlich erwartet hätte, dass es auch aufgrund dieses dynamisch aussehenden Oberrohrs, also durch diesen Slack hier, dass das dadurch ein bisschen wendiger wird, wie so ein Dirtbike eben auch. Aber es ist ein trotzdem recht langes Rad und dadurch auch ein sehr stabiles Rad bei höheren Geschwindigkeiten. Wir haben jetzt hier am Schluss noch ein bisschen ausprobiert, auch damit zu springen. Und auch da verleitet einen das Rad dazu, eher sicher zu springen, als jetzt verspielt Tricks damit zu machen. Das ist ja auch kein Dirtbike oder Downhillrad oder Slopestyle-Rad, sondern ein Trailbike, was ja schlussendlich dann auch auf dem Trail bergauf und bergab gefahren werden möchte. Stichwort Bergauffahren, und damit sind wir schon beim wichtigsten Punkt eigentlich auch, was den Motor angeht. Mir gefällt der eMTB-Modus von dem SX super, super gut. Da sind so viele Szenarien in der Motorsoftware abgespeichert, ob man jetzt Druck vom Pedal wegnimmt oder ob man jetzt zum Beispiel aufstehen will, ob man zum Beispiel an der Ampel stehen bleiben möchte. Irgendwie scheint es der Motor zu checken und schiebt dementsprechend dann auch nicht unnötig nach, beziehungsweise schiebt trotzdem weiter über eine Wurzel beim Bergauffahren. Und das hat mir ziemlich gut gefallen und ist auch eines der wichtigsten Erkenntnisse, glaube ich, von dem Test. Ja, wie ist es für euch? Habt ihr weitere Fragen zu dem Rad? Schreibt die gerne in die Kommentare. Könnt ihr euch vorstellen, zum Gravelbike noch dazu mehr auch auf Trails unterwegs zu sein? Ich habe jetzt zum Beispiel durch den Test auch gemerkt, dass ich Muskelkater an Stellen habe, die ich normalerweise mit dem Gravel oder mit dem Rennrad nicht trainiere. Also oberer Rücken, Schultern, Arme. Das alles führt dazu, dass ich ein bisschen aufrechter mittlerweile sitze. Auch nicht das Verkehrteste. Und ja, ich bedanke mich bei Canyon fürs Stellen von dem Rad, bei euch fürs Zuschauen und beim Holger fürs Filmen von diesem für mich besonderen Test. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Ciao.